solchen WM-Qualifikation kann man sich nicht allzu viele Fehler erlauben. Und zu Hause, Sebastian, schon mal gar nicht. Ja, da musst du vor allem Stärke zeigen. Da musst du dem Gegner zeigen, hier, das ist unser Stadion. Hier gibt es für dich gar nichts zu holen. Ich bin mal gespannt, wie sie das hinkriegen. Ja, das sieht gut aus, diese Flanke. Das gibt Eckstoß für die Mexikaner. Eckball für Mexiko. Vorsicht, Kopfball. Abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Ja, da wird erstmal hinten rum gespielt. Er läuft auf das Tor zu. Das sieht eigentlich gut aus. Und Schuss. War ein schönes Tor. Und das Auswärtsteam geht in Führung. Treffer, das 1:0. Und weg ist der Ball. Ja, schwupp hat er den Ball. Gut hat. Ja, da muss er gleich durchgreifen. Das gibt Freistoß. Und jetzt fliegt er vom Platz. Und der Unparteiische zögert keinen Augenblick. Spiel hat gerade erst angefangen. Und schon sind sie nur noch zu zehnt. Magallon. Guardado. Blanco am Ball. Gutes Abwehrverhalten, aber sie kommen nicht in Ballbesitz. Schön gemacht. Ja, Schiedsrichter entscheidet auf Vorteil. Ja, ich glaube, das ist... Also erst wollte er Vorteil geben, aber dann kommt der Pfiff. Und Schiedsrichter holt die gelbe Karte raus. Und jetzt hat er die gelbe Karte doch noch gefunden. Ja, die hat er sich auch verdient, obwohl der Schiedsrichter ja lange gewartet hatte, aber die richtige Entscheidung nach diesem Foul. So, die nächste Aktion, die wir hier erleben werden, wird ein Abstoß sein. Cabrera. Ja, sowas kann er normalerweise nicht durchgehen lassen. Ja, da muss es gelb geben. Foul, ganz eindeutig und auf Foul folgt Freistoß. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass er ohne Karte davon gekommen ist. Denke ich auch. Also hartes Einsteigen, das wäre schon eine Karte wert gewesen. Ja, sie versuchen es jetzt durch die Mitte. Guardado. Und schon ist er weg, der Ball. Ja, und da bringt er den Fuß noch dazwischen. Blanco. Gute Möglichkeit für einen Freistoßtreffer. Ja, Schiedsrichter weiß natürlich auch, dass der Spieler schon verwarnt war, aber was soll er jetzt anderes machen, der Unparteiische? Gattom, er hatte gar keine andere Möglichkeit. Klares Foul, klare gelbe Karte, somit gelb-rot völlig zurück. Das gibt Eckstoß für die Mexikaner. Das gemacht. Sebastian, war da mehr drin? Ja, da war mehr drin. Kopfballtechnik, vielleicht noch ein wenig verbesserungswürdig. Wenn er den ein bisschen drückt, dann ist der Ball im Platz. Ja, da gibt er natürlich den Freistoß aus vielversprechender Position. Ja, dafür gibt es logischerweise gelb und Freistoß. Ja, und wenn Sie Pech haben, Tom, gibt es auch noch ein Gegentor, eine ganz gefährliche Situation. Da verlieren sie den Ball. Guardado. Franco. Ja, und er war rechtzeitig noch da, der Torhüter. Ja, es war ganz knapp, aber hat toll aufgepasst.
Und nochmal geht's durch die Mitte. Torrado. Salcido. Franco. Castro. Guardado. Gut abgefangen hat er da den Ball. Ja, und dafür hat er das Auge. Klasse gespielt. Und jetzt muss er es machen. Oh, er trifft die Latte, aber es ist noch nicht vorbei. Franco. Ja, da ist er gut dazwischen gegangen. So, sie bauen erstmal auf. Ja, da wird der Trainer zufrieden sein. Und jetzt setzt er hier die Verteidigung matt. Bitte schön, Einwurf gibt's. Blanco. Franco. Ja, und der Einwurf nicht so weit weg vom Tor. Gut gemacht. Achtung, Kopfball. So, wer wird den Eckball ausführen? Gerade noch rechtzeitig abgefangen. Und klasse, wie er den Ball... 1:0, eine knappe Führung, die alle Möglichkeiten für beide Teams in der zweiten Halbzeit offen lässt. Ist ja unglaublich, wie aufgeheizt... Die Fans freuen sich auf die zweite Halbzeit. Auf geht's, Mexiko mit dem Anstoß. Und das ist Blanco. Franco. Also auch mal ein Rätsel, das muss man ihm lassen. Sauber vom Ball getrennt. Und in letzter Sekunde ist er da. So muss er verteidigen. Eckball für Mexiko. Ja, das war eine günstige Entfernung für einen Freistoß. Für dieses Foul wieder gelb. Jetzt hat er den Pass klasse gespielt. Und der Ausgleich ist hier gefallen und das geht in Ordnung. Oh, sie haben viel Zeit auf dem Weg nach vorne. Das ist erstmal ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Giovanni. Na, sie versuchen es wieder durch die Mitte. Ja, offenbar würde er den Ball am liebsten gar nicht mehr hergeben. Überhaupt kein Problem für den Torhüter. Hat er auch Vorteil entschieden, oder was? Ja, richtig, aber gutes Händchen vom Schiedsrichter in der Situation, wie ich finde. Salcido, Blanco am Ball. Guardado. Ja, er hat ihn gestört, aber den Ball hat er nicht bekommen. Franco. Hat er richtig gut gemacht. Ja, man spürt sofort, mit dem Unentschieden sind sie nicht zufrieden. Ja, und der Schiedsrichter zeigt jetzt doch noch gelb. Da hat ein bisschen gewartet, aber letztendlich dann doch die richtige Entscheidung getroffen. Es wird nochmal eine Auswechslung geben. Vielleicht soll der Gegner noch mal ein bisschen verwirrt werden. Er bringt einen neuen Spieler. Und was macht der Schiedsrichter jetzt? Ja, jetzt lässt er laufen. Vorteilsregel, gut gemacht. Ja, der macht ganz sicher einen Eindruck. Ungeschicktes Zweikampfverhalten, und das könnte ihm jetzt
die zweite gelbe Karte einbringen. Ja, Sebastian, Konsequenz ist klar, denn einmal hat er schon gelb gesehen. Ja, völlig richtig. Das ist jetzt die zweite. Also muss er vom Platz gut erkannt vom Schiedsrichter, muss man sagen. Und natürlich eine blöde Aktion des Spiels. Oh, leichtfertiger Ballverlust. Blanco. Pela. Oh, das ist noch ein weiter Weg zum gegnerischen Tor. Souveräne Leistung des Verteidigers. In dieser Situation das bessere Ende für sich. Ja, damit kannst du im Torwart, glaube ich, keine Angst einjagen, oder? Nein, absolut nicht. Ich muss ja nur kurz zwei, drei Schritte ausmachen und den Ball aufnehmen. Jetzt hat er Platz. Ist er blitzschnell draußen gewesen. Na, weil er gut aufgepasst hat. Das merkt der Trainer auch immer an. Spiel mit, Torwart, und hier macht es. Das ist es. Und diese Flanke landet genau beim Verteidiger. Und keiner will hier mit einem Unentschieden vom Platz. Sie wollen beide noch den Sieg. Es gibt einen gefährlichen Freistoß jetzt. Sich da keine Sekunde gezögert, stellt ihn vom Platz mit der roten Karte. Überhaupt kein Problem für den Torhüter, das war ein ganz schwacher Ball. Und nochmal gibt's Eckball und damit die Möglichkeit, jetzt hier vielleicht den Führungstreffer zu erzielen. Der Abwehrspieler da den Ball erkämpft. Ja, kann man sagen, dass sie heute einfach zu undiszipliniert gespielt haben. Ja, ich denke doch. Also wenn du so disziplinlos agierst da unten auf dem Rasen, dann kannst du nicht gewinnen. Ja, und Sebastian, jetzt kommt wieder die alte Fußballarithmetik zum Tragen, nach der zweimal gelb-rot bedeutet. Ja, und das zu Recht. Also so muss man ja auch nicht hingehen. Tom, kann man ja auch sagen, der Schiedsrichter liegt hier völlig richtig. Für dieses Foul gibt es eben den Platzverweis.